Willkommen zurück zum Let's Play von Dragon Prophet Together. Ja, wir schwingen uns hier auf den Drachen und fliegen mal weiter zum Boss. Ich bin immer noch am Nachsynchronisieren, weil da die Scheiße eben nicht funktioniert hat. Da haben wir, glaube ich, den Boss noch nicht ganz gefunden. Dort hinten steht er schon. Wissen wir jedenfalls, ja, ich weiß ja sowieso schon. Bei dieser geilen Hütte mit all den Stacheln. Da fliege ich mal hinein, um ihn von hinten anzugreifen, damit ich möglichst nicht gleich... Ja, sagen wir mal, alle Zier hier. Noch ein Drachi rufen. Und dann können wir loslegen mit dem Geschwindigkeitsbar. Ihr seht schon, das Leben von ihm sinkt. Das nicht gerade wenig. Ja, doch, der da hinten hat schon Bock auch mitzumachen hier. Ihm gefällt wohl die Party, die wir hier veranstalten. Und der hat jetzt auch noch Lust mitzuwirken. Da kommt noch einer, der auch ebenfalls auch noch Lust hat hier. Nochmal dabei zu sein. Ja, ja, jeder darf hier dabei sein, das ist klar. Ja, komme ich schon aufs Maul schon fast. Da muss ich schon ein Tränkchen nehmen. Das geht doch gar nicht. Jetzt muss ich fliehen, sonst verreck ich. Muss ich da so lange fliehen, bis ich den Geschwindigkeitsbuff wieder habe. Weil ich ihn sonst einfach nicht besiegen kann. Aber es geht ja nur noch 10 Sekunden. In der Zwischenzeit kackt, glaube ich, sogar mein Drache ab. Mein Gehilfe, mein super guter Drachi. Ja, er kackt ab. Ihr seht schon oben am links an der Balke. Ja, jetzt können wir ihn verschnellern. Vielleicht können wir ihm doch das Leben retten. Aber wir sind so beschäftigt hier zu gucken, was wir hier haben. Rüstung, Hose. Oh ja. Wir wollen die neue Hose hier. Sie hat mir hier noch unterbrochen. Ja, ich hatte den Inventar. Knopf wieder mal nicht gefunden. Ja. Ja, der ist jetzt schlafen gegangen. Ich habe noch nie einen in diesem Spiel getötet. Die schlafen alle nur. Ist alle im Tiefschlaf. Die wollen mir doch nicht wecken. Einfach nicht zu laut sein. Ja, also die Punkte könnte ich eigentlich auch mal wieder vergeben, da die speziellen. Mache ich aber nie. Warum, weiß ich selbst nicht so genau. Ich mach's einfach nie. Ja, hier sind ein paar Fähigkeiten jetzt gerade für den Arsch gewesen, die ich jetzt eingesetzt habe, weil die nutzen mir so gar nichts. Da muss ich die anders einsetzen. Ja, ich probiere hier das Inventarfenster aufzumachen, doch es gelingt mir einfach nicht. Bis mir ich dann auf die super Idee komme, hier über die Taste hier das zu machen. Ja, kommt mir leider erst sehr spät in den Sinn. Aber man kann ja nicht alles haben hier. Ja, im System gucken ist sowieso schlecht, mein Freund. Ach, ich wollte ja gucken, wo ich das Zeug wieder nach vorne bekomme. Aber ich habe es nicht gefunden irgendwie. Wie gar nichts gefunden da. Wie da guckt. Gut, die Anzeigeoptionen. Das ist das Normale, was man so eingibt. Aber irgendwie... Es wollte einfach nicht das geben, was ich wollte, ja? Und hier kam einfach etwas total anderes. Aber da war die Grundeinstellung nicht so. Ja. Und wenn man da jetzt auf den Rucksack geht, so, jetzt sieht der Mann... Da hat es gar keine Taste mehr hinzugefügt. Das macht irgendetwas. Da tragen wir auch neue geile Hosen, die man nicht sieht. Ja. Ja. Weil wir einen Männerrock anhaben. Oder vielleicht auch kann man einen Männerrock. Vielleicht passt mir der Frauenlock ja lieber. Vielleicht hat er mehr Luft. Vielleicht ist er schöner. Wer weiß schon, was da noch kommt. Kommen wird. Ja, fliegen gemütlich zurück zu der Stadt. Also die Aussicht, die Welt ist schon schön gemacht, ehrlich gesagt. Die Welt überzeugt mich. Nur die Grafik könnte toller sein. Gut, ist ein Free-to-Play-Spiel. Muss man sehen. Und es ist noch in der Beta-Phase. Gut, es kommt dann gleich raus. Aber trotzdem, ist es nur in der Beta-Phase momentan. Kann man nicht allzu viel verlangen für. Ja. Ach, guck mal da ein Kreischen. Hallöchen, ich will mich dazugesellen. Nö, will ich nicht. Oder doch? Nein, will ich nicht. Gut. Morgen sei Dank, wir haben unsere Aufgabe erledigt und es heil zurückgeschafft. Nun können unsere Kameraden nach vorne stürmen und den Feind durch furchtlos abschlachten. Ja, natürlich. Quest abschließen. Wir wollen ja unsere Belohnung hier haben, die uns hier ins Groß versprechen. Sie müssen mit ihrer Weisheit am Ende sein. Der Sieg ist unser.
Jawohl, natürlich nehmen die ja die Belohnung auch. Und jetzt noch zum Opa hier. Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Bitte helft Aberon weiterhin, wenn ihr könnt. Der Friede in diesem Gebiet war zuletzt sehr instabil. Ich kann die Verschwörung in die Luft riechen. In der Luft riechen. So, jetzt habe ich's richtig geredet. May strength guide you. Maybe you could use some. Es gefällt mir nicht, eingesperrt zu sein. Selbst wenn wir genug Männer an diesem Kampf haben, so fällt es uns doch an Nahrungsmitteln. Es wird nicht einfach sein, die Molunku-Festung zu halten. In der Jakobfahrt ist unserer Truppe ein schlimmes Missgeschick geschehen. Das könnte der Hintergrund dafür sein, dass die Straßensperre unserer Essensschub in die Quere kommt. Redin Mohn ist einer meiner fähigsten Männer. Wenn er die Straßen nicht sicher halten kann, da gehe ich davon aus, dass der Kampf hinter uns bereits in vollem Gang ist. Obwohl die Schlacht hier im Augenblick ruht, haben wir ja doch nicht die wir umschicken können. Ich möchte, dass sie uns diesen geheimen Brief zu Redin Mohn zum Lager in der Kargopfad in der Nähe der Steinbrücke bringt. Ja, du musst nach unten scrollen, mein lieber Freund, sonst kann ich die weiterlesen. Na komm schon. Scrolle. Scrolle. Mond zu. Oh. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, lag in den Chuck von der Steinbrücke gelegt, der Brief angerufen und dann legst. Ja, dann geht's einfach zu schnell. Ja, die, die es interessiert, konnten es sicher lesen ohne Probleme. Ich habe mich jetzt selbst gerade verarscht. Zuerst so lange zu warten und dann macht es schwuppsiwupp und dann, ja, habe ich es angenommen. Tja. Brunnen geputzt habe ich auch noch. Ich bin ja ein netter Kerl, ne? Also, gehen wir jetzt mal auf die Reise, ja. Zum nächsten Punkt, ja, diese Festung ist abgeschlossen. Das heißt, wir können weiter reisen, ja. Wir gehen durch die Lande, wir gehen durch die Lande. Und ich habe erst 62.000 Gold und irgendwie 1 Million brauche ich für ein Landstück. Für ein Haus baue. Gut, ist ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal nicht krass, doch, das ist es. Hier landen wir erstmal, für das wir danach gleich wieder losfliegen. Ja, so gehört sich das hier. Okay. Steinaugenfeste, ach, schöner Turm hier. Nur sitzt da niemand drauf. Steinaugenfeste, und die gucken wir uns noch an, also lassen wir uns doch nicht entgehen hier. Der Tor schon so groß offen ist, dass sie uns so richtig reinbeten. Hier, so kommt der rein. Bitte kommt der rein. Steinaugen Leichmann an. Leichengolem. Oh, Leichengolem. Tja, gucken wir hier uns mal um, ne? Ja, hier ist viele Leichengolems, das, ja. Dass ihr mich nicht sieht. Ich muss schon Augenhöhe mit euch sein, dass ihr mich sieht, ja. Einfach so geht das wohl nicht hier. Seid doch bekloppte Kerle, ich hau ab. Ich geh wieder. Das passt mir gar nicht hier. So, alles bekloppte Leute. Will ich doch nichts mit denen zu tun haben. Hallöchen. Steinaugen-Schamane. Ja, wir fliegen hier in den Baum hinein. Oder drunten durch, weil alles angestellt hat. Kann's auch mal vorkommen. Muss es aber nicht. Ja. Muss es echt nicht. Kann aber vorkommen. So, guck dir das an hier. Weep. Das war ein Überraschungsauftritt. Oh, ich kann nicht glauben, dass Commander Uliot die bereits vorgesehen hat. Ehrlich gesagt sieht es auf dem Schlachtfeld gar nicht gut aus. Es ist eine große Hilfe für uns, dass sie hier seid. Ich habe das jetzt unbedingt ein bisschen schneller gelesen, weil ich sonst wieder zu schnell wegklicke. Das ist eine harte Schlacht, aber ich bin mir sicher, dass sie sie ausreichend Beharrlichkeit gewinnen können. Kommandant Uliot hat erwähnt, dass der Feind seit kurzem neue Rekruten hat und es schwierig ist, mit ihnen fertig zu werden. Die Dinge werden bloß härter werden. Vielleicht sind die Schachs mit den Steinaugen Wollesmensch verbündet. Im Augenblick wurde die Straße, die zum Mulungu-Vulkan führt, von den Steinaugen Wollesmenschen blockiert. Wenn wir die Belagerung durchbrechen können, müssen wir noch immer herausfinden, welche Pläne sie genau schmieden. Ich hoffe, dass ihr Aboranen helfen könnt, ihr Informationen dieser Steinaugen Wollesmensch zu bekommen. Ja, scroll runter. Ach nee, ist es ja nicht. Kann ich ja nicht. Na schon, die Quest-Voraussetzung. Ja, Steinaugen Wollesmenschen Aussage.
Müssen wir haben. Your strength is your courage. Okay. Jetzt reden wir mal mit der Frau hier. Ich glaube, die gefällt mir auch noch. Ja, die gefällt mir logischerweise auch noch. Hier sind sowieso alle Frauen schön. Ist es schon vorbei? Ja, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal nicht ein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.